Wenn wir, unser Vizepräsident hat es ja gesagt, 5 Jahre Inverted Classroom-Konferenz mal zurückblickend betrachten, dann könnten wir ja platt sagen, eigentlich 5 Jahre Inverted Classroom, ich habe es auch gestern gezeigt, das sind 7 Buchpublikationen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, was dabei herausgekommen ist bei dieser Tagung. Und hier beziehe ich alle die mit ein, die an diesen Publikationen mitgearbeitet haben. Man könnte genauso platt sagen, 5 Jahre Inverted Classroom-Konferenz sind 5 renommierte deutsche Lehrpreise. Und auch hier beziehe ich andere mit ein, die auf der Basis dieser Tagung eben ihre Preise gewonnen haben. Das sind nicht nur wir selbst. Und wenn jemand einen Preis gewonnen hat, dann war das immer Teamarbeit. Und dieser Teamgedanke, der war immer ganz wichtig im Rahmen dieser Inverted Classroom-Konferenz. Man könnte genauso sagen, und das sage ich nicht nur, weil die MOOC-Entwickler Nummer 1 in Deutschland hier sind, mit der größten deutschen MOOC-Plattform aus Lübeck. Ihr braucht gar nicht kleiner zu werden, ihr könnt euch ganz hoch herausrecken. Ihr könnt auch sagen, 5 Jahre im Inverted Classroom sind 10 MOOCs, die da rausgekommen sind. Unsere 6 permanenten MOOCs, die wir ständig im Einsatz haben, mit 4000 Teilnehmern zurzeit, und die MOOCs, die wir durch diese Konferenz und die Vernetzung an die Fachhochschule Lübeck oder mit der Fachhochschule Lübeck und der On-Campus GmbH zusammen entwickeln. Also Vernetzung und Entwicklung sind ganz wichtige Punkte. Und hier sehen Sie mal die Vernetzung, die in den letzten Jahren zustande gekommen ist. Da sind viele Partner hinzugekommen, bei denen wir waren, bei denen wir sein durften, unsere Konzepte vorstellen. Das sind so die orangen Punkte. Dann sind Kontakte entstanden zu anderen Institutionen und schließlich wirklich die echten Kooperationen. Und da nenne ich mal stellvertretend erstmal die Fachhochschule St. Pölten. Das hat als erstes begonnen. Hier vorne sitzt Christian Freisleben-Deutscher, später nur als FT abgekürzt. Der Name ist nicht zu lang in Präsentationen. Und dann darf ich etwas über Oliver Janoschka sagen? Nein. Und er wollte jetzt was zu Oliver Janoschka sagen, kann er später machen. Oliver Janoschka ist Geschäftsführer des Forschungs- und Digitalisierung und damit einer der zentralen Treiber der Digitalisierung der Hochschulen. Er wird in seinem Vortrag zeigen, wie es in Deutschland mit der Digitalisierung der Hochschulen bis 2020 weitergehen soll. Oliver, ich bin total auf deinen Vortrag gespannt. Vielleicht kann ich ja auch einen Beitrag zur Digitalisierung des Lehrens und Lernens leisten. Lena hat irgendwie Vernetzung wahrgenommen, der nimmt ja verschiedene Dinge wahr. Pepper ist immer im Betrieb, der nimmt immer etwas wahr und dann sucht er sich seine Inhalte raus, auf die er antworten kann. Ja, zu den Kooperationen noch etwas, also ich bin da sehr glücklich drüber. Zum Beispiel, ein Paradebeispiel ist diese Zusammenarbeit. Wir haben die Inhalte gehabt zum Thema interaktive Whiteboards in der Schule. Wir haben an der Uni Bochum Menschen kennengelernt, die das Gleiche machen und haben uns zusammengetan. Und ablaufen wird das Ganze über die Plattform der Fachhochschule Lübeck. So verstehe ich heute Internet und Vernetzung und das funktioniert auch wirklich sehr gut. Ja, und dann haben wir schon erwähnt, das Hochschulforum Digitalisierung, unser Entstehen hier wäre im Zusammenspiel, ohne Zusammenspiel mit dem Hochschulforum überhaupt nicht möglich gewesen. Also die Vernetzung, die dadurch entstanden ist, ist schlicht und einfach gewaltig. Ich könnte hier sofort 20, 30 Gesichter identifizieren, die ohne das Hochschulforum entweder hier nicht sitzen würden oder wir sie nicht kennten. Das muss man ganz klar sagen. Wenn ich mir jetzt mal das Modell angucke, das war ja unsere Idee 2012. Digitale Inhaltsvermittlung in irgendeiner Form. Wir hatten keine große Idee, wie das geschehen sollte. Und Inhaltsvertiefung in Präsenz. Das ist der umgedrehte Unterricht in Reinform. Da haben wir zunächst mal begonnen mit Videos. Wir haben gesagt, wie muss diese digitale Phase gestaltet sein? Mit Videos. Und wir haben bei der ersten Tagung dann hier unsere amerikanischen Gäste gehabt, die uns ja diese Zitate hier an den Kopf geworfen haben. Do I need it perfect or by Tuesday? Ich hatte es gestern erwähnt. Oder Didactics must drive technology. Ganz wichtige Grundsätze, an die wir uns seit 2012 ja dann auch gehalten haben. Später kam dann noch hinzu, passt auf Leute, Video allein ist es nicht. Und wir haben gelernt, was Lehrvideos sind. Ich hätte mir gewünscht, dass viele Hochschulen diesen Satz sehr früh auch aufgenommen hätten, dann hätten sie nämlich kein Geld in Vorlesungsaufzeichnungen investiert. Denn wir wissen heute, dass das zu ganz anderen Effekten führt, aber nicht zu einer echten Digitalisierung der Lehre. Das war das ursprüngliche Modell. Heute sieht es so aus. Das ist jetzt das Inverted Classroom Mastery Model. Und Sie sehen, wir haben Assessment,
mit drin. Formative Tests, Live-Voting, wir haben Szenarien wie das kollaborative Arbeiten mit drin, wir haben offene Bildungsmaterialien integriert. In 5 Jahren ist sehr viel passiert und das ist jetzt das Modell, das heute die Grundlage unseres Lehrens hier vor Ort ausmacht. Dieses Modell ist so komplex, dass es in der Schule nicht mehr läuft. Für die Schule ist es schon deswegen gar nicht mehr möglich, weil in der Schule Präsenzpflicht besteht. Und wir haben optionale Präsenzteilnahme. Das ist ein ganz großer Unterschied, der diese Tests natürlich sehr wichtig macht und auch eine andere digitale Phase. Ja, deswegen unterscheiden wir. Und ich habe das gestern gesagt, im Flipped Classroom für die Schule, der gestrige Tag war dem Flipped Classroom gewidmet, der heutige dem Inverted Classroom. Und wir können ja jetzt in etwa das Basismodell ableiten. Die digitale Lehre hat eine digitale Phase der Inhaltsvermittlung und Inhaltserschließung. Das ist immer die erste Komponente. Nun können wir uns überlegen, wie vertiefen wir die Inhalte? Wir können das in Präsenz machen. Die meisten, die hier sind, sind Vertreter von Präsenzhochschulen. Das heißt, sie werden dieses Modell in irgendeiner Form realisieren. In Präsenz muss nicht unbedingt sein. Man kann die Inhaltsvertiefungsphase auch online machen. Und da komme ich nochmal auf die Vertreter der Fachhochschule Lübeck zu sprechen, die genau dieses ja auch zu ihrem strategischen Teilziel, sage ich mal, gemacht haben. Nicht ausschließlich, aber zu einem hohen Ziel. In jedem Fall haben wir eine Phase der Inhaltsvertiefung. Und hier hätte ich mir gewünscht, dass die MOOC-Entwickler das bereits 2013 zur Kenntnis genommen hätten. Dann hätten sie nicht sagen müssen, we have a lousy product. Denn sie hatten nie eine Inhaltsvertiefungsphase, auch Sebastian Thun nicht. Und die haben sich immer gewundert über die geringen Abschlusszahlen. Sie haben keine Inhaltsvertiefungsphase. Und eine online-basierte Inhaltsvertiefungsphase ist, ich sage es jetzt wirklich mal jovial, sauschwer zu realisieren. Viel schwieriger als eine Präsenz-Inhaltsvertiefungsphase. Das sind die beiden Basisvarianten dieses Inverted Classroom. Die Inhaltsvermittlung bleibt in jedem Fall gleich. Und nun können wir verschiedene Elemente hinzufügen, also zum Beispiel hier die verschiedenen digitalen Komponenten, Texte, Videos, kollaboratives Arbeiten zum Beispiel. Dann haben wir Testverfahren. Die Tests haben in den On-Campus-Kursen andere Ziele, denn sie müssen die Präsenzphase determinieren und da es die nicht gibt, können die Tests in den Online-Varianten summativen Charakter haben und nicht formativen. Ja, und die Kursformate, die daraus entstehen, die kennen Sie mittlerweile vielleicht von Videos her und von anderen Publikationen, das 2-in-1-Format, das FLOC-Format, unser ganz neues Format, wo Studierende ihre digitalen Phasen selber takten können und damit auch den Termin ihrer Abschlussprüfung. Das ist eine sehr interessante Variante, die wir jetzt zum zweiten Mal durchgeführt haben, die sehr gut funktioniert hat. Ja, und hier sind die Kurse hier unten, die aus der Online-Variante entstehen, die speziellen On-Campus-Online-Kurse, die sehr schwierig zu realisieren sind, weil sie einen hohen Betreuungsaufwand haben müssen für Studierende, die zum Beispiel aus Verhinderungsgründen nicht in die Präsenzphase können, weil sie Stundenplankollisionen haben, Krankheit, Schwangerschaft, Auslandsaufenthalt. Dann müssen Sie die betreuen. Die Inhaltsvertiefungsphase muss sein. Oder eben die MOOCs und die PMOOCs, die ich schon genannt habe. Wenn Sie jetzt dieses Modell nehmen, dann können wir unsere Workshops und unsere zentralen Vortragenden wunderbar hier verorten. Wir haben zum Beispiel, und die Grundlage ist immer für alle, komplexe multimediale Phase 1. Videos, Texte und all das, was Sie dazu fügen können. Da haben wir zum Beispiel mit Anja Lorenz einen Workshop, der sich auf die Materialien bezieht, auf diese Materialien und die Frage, wo kriege ich die eigentlich her? Und Anja Lorenz ist Expertin für die offenen Bildungsmaterialien. Sie wird Ihnen in ihrem Workshop sagen, was es da für Möglichkeiten gibt. Oder wir beziehen uns auf die Online-Phase. Da haben wir Andreas Wittke, der ganz viel zum Thema, wie funktioniert die eigentlich? Wie muss die gestaltet sein? Was für Komponenten sind dabei und was funktioniert nicht? Das ist der Workshop über die Online-Lehre. Ja. Künstliche Intelligenz machen wir auch. Gut, okay. Er sagte mir, künstliche Intelligenz machen wir auch. Ich glaube, das hat er als Schlagwort. Muss man vorsichtig sein. Und dann haben wir natürlich Experten für die Präsenzphase aus Österreich. Und hier steht es, Christian F.T., Preislebensdeutscher. Der macht genau hierzu, entwickelt er Prinzipien, neue Ideen und wird Ihnen das in seinem Workshop machen.
Ja, und ich selbst beteilige mich auch an den Workshops. Wir legen heute umfangreiches Datenmaterial vor aus 2 Jahren Untersuchungen, in dem wir sehr viel herausbekommen haben über die Verhaltensweise der Studierenden. Insofern bin ich hier so ein bisschen in der Mitte mit dem Workshop, der zur Wirksamkeit erstmalig etwas sagen kann. Das sind unsere ersten Workshops. Im zweiten Teil der Workshops gehen wir dann auf die Fächer ein. Professor Schachner hat es bereits gesagt, MINT-Fächer, die Sprache, Geisteswissenschaften. Und da wir leider noch niemanden gefunden haben zum Thema Medizin, wir wollten es haben, aber wir haben keinen gefunden, der gesagt hat, ich kann da genug sagen, um einen Workshop zu leiten. Da haben wir dann nochmal unseren Experten der Firma TechSmith, Anton Bollen, aktiviert, der denjenigen, die heute wissen wollen, wie Videos wirklich vom Allerfeinsten noch ausgebaut werden können, die entsprechenden Tipps geben wird in seinem Workshop. Ja, und die Workshop-Leiter kommen aus Bochum. Annette Hansen, eine Japanologin, die Ihnen zeigt, wie man in diesem Fach im Inverted Classroom arbeitet und vor allen Dingen, wie man auch Assessment hinbekommt. Denn sie macht Assessment auf möglicherweise eine Art, die Sie noch gar nicht kennen. Und im Fach MINT, da habe ich bei meinem Aufenthalt in Elmshorn kennengelernt, Professor Frank Zimmermann, und ich war ganz überrascht, als er mir sagte, wir unterrichten Informatik auf der Basis eines internationalen MOOCs. Das heißt, sie nehmen einen MOOC und machen dann damit eine Präsenzphase. Da habe ich gesagt, sie müssen sofort nach Marburg, das sind tolle Nachrichten. So wollen wir eigentlich die internationale und nationale Vernetzung haben. Und so leitet Herr Zimmermann mit einem Mitarbeiter der kleinen, aber feinen Fachhochschule Elmshorn diesen Workshop zum Thema MINT, Informatik und auch darüber hinaus. Anton Bollen hatte ich erwähnt, ja, und mir hat man dann nochmal aufgedrückt, mach du mal die Geisteswissenschaften. Ich bin eigentlich gar kein klassischer Geisteswissenschaftler, aber ich habe mich bemüht heute auch um Themen wie Soziologie, Literaturwissenschaften und Theologie und werde dazu etwas sagen. Ich musste mich in der Tat mit Theologie mal befassen, die letzten 2 Wochen. Das sind unsere Workshops, und damit das Ganze strategisch umrahmt wird, haben wir uns diese Vortragenden hergeholt, und Sie sehen hier, für jeden einen Satz. Wir wollen die Sicht der Politik hören, die Sicht der Hochschulen und die Sicht der Unterstützer. Einer wurde ja schon vorgestellt, der zweite ist jetzt dran. Es ist nämlich Sönke Knutzen. Darf ich Herrn Knutzen vorstellen? Ja. Sönke Knutzen ist Vizepräsident der Technischen Universität Hamburg und Mitglied im Hochschulforum Digitalisierung. Er ist ein vielgefragter Sprecher und er wird uns zeigen, wie er seine Hochschule fit für das 21. Jahrhundert gemacht hat. Ich freue mich jetzt schon auf seinen Vortrag.